iYouTube das erste Video zum Thema, wie kann man schnell über das ganze Schlagzeug spielen und Tom-Abläufe organisieren, ist jetzt 2 Jahre her, ziemlich genau, und es wird allerhöchste Zeit für neue Ideen und Tricks. Es geht hier um die technische Umsetzung, um Oberkörperbewegungen und nicht darum, wann es sinnvoll ist, sowas zu spielen, also die musikalische Entscheidung. Das wird kein Hochglanzvideo, was 100-mal geschnitten wird, sondern ich schalte die Kamera an und nehme dich einfach mit, wie ich das Ganze weiterentwickeln und worauf ich achten würde. Im Trick zum ersten Video ging es darum, dass man hier mit einem Schlag mehr schnell die Richtung ändern kann und so einen schnellen Ablauf spielen kann. Klingt so. Jetzt muss ich aber das natürlich nicht immer hier vorwärts und rückwärts spielen, sondern ich kann auch direkt wieder auf die Snare und im Uhrzeigersinn spielen. Oder wir lassen jetzt einfach mal Schläge weg, indem wir also nicht diesen ganzen Ablauf spielen, sondern ich spiele jetzt mal auf dem Floor-Tom nur einen Schlag, denn auch so kann ich ja gut die Richtung ändern. Klingt so. Genauso auf der Rückreise, also hier wieder 3 spielen, aber auf der Snare-Drum nur einen Schlag. Klingt so. Beide nur einen Schlag. Das ist eine sinnvolle Art zu üben, indem du eben von einer Sache, die du eh schon geübt hast und vielleicht gut kannst, nur eine Kleinigkeit änderst. Das ist generell gut und auch die Herangehensweise von richtig guten Schlagzeugern und Schlagzeugerinnen, denn ich mache hier nur eine kleine Veränderung, ohne dass ich permanent neue Ideen spielen muss. Dadurch werde ich erstmal wieder viel langsamer, aber die gute Nachricht ist, das dauert nicht lange und so kicke ich mich in dem Lernprozess immer wieder zurück zum Anfang und es entsteht so eine positive Spirale. Ich werde in dem, was ich eh schon kann, immer besser und entwickle eigene neue Ideen. Du musst dir das wirklich langsam erarbeiten und die Abläufe und Handsätze verinnerlichen und dann kannst du anfangen, auch die verschiedenen gezeigten Handsätze zu kombinieren, Schläge weglassen, Schläge dazu, vielleicht weitere Instrumente in den Ablauf aufnehmen und du merkst, dass das Ganze schön flüssig zu spielen ist. Bei all diesen schnellen Abläufen geht es ja um eine ununterbrochene Abfolge von Schlägen, den Flow, und das müssen wir organisieren, damit wir hinterherkommen. Immer gut für eine kleine Unterbrechung ist, die Bassdrum zu Hilfe zu nehmen. Das verschafft uns ein bisschen Luft und es bleibt trotzdem im Fluss. Wir bauen uns mal einen Ablauf mit 2 Bassdrum-Schlägen am Ende. Also rechts, links, rechts, links, rechts, links, Kick, Kick. Das kannst du mit dem Single-Pedal spielen oder gerne auch bei höheren Tempi. Und wenn du die Möglichkeit hast, mit Doppelpedal, in etwa so.
Ganze ist natürlich wieder ein flexibles System. Das heißt, du musst das an dein Setup und deinen Style anpassen. Also du kannst mehr Instrumente einfügen, du kannst Sachen weglassen und du musst natürlich auch schauen, je nach Notenwert, wie passt das Ganze in den Kontext. Natürlich musst du auch nicht wie ich jetzt immer nur hier in diesem Tom-Ablauf bleiben. Du kannst in alle Richtungen denken, horizontal, vertikal, wie dein Setup eben das hergibt und worauf du Lust hast. Beispiele. Wenn wir hier eine gewisse Sicherheit erlangt haben, kicken wir uns gleich wieder zurück zum Anfang, wie schon erwähnt, der Lernphase, indem wir wieder was Kleines verändern. In dem Fall lasse ich jetzt mal einen Bassdrumschlag raus. Ich spiele also eine Hand mehr und dann nur noch einen Kickschlag. Könnte so klingen. Es gibt auch ein PDF zu diesem Video mit den Handsätzen und Ideen mit dem eingeblendeten Notbeispiel, das ich dir gleich im Anschluss spiele, in meinem Mitgliederbereich. Wenn du also auch den YouTube-Kanal unterstützen und neue Videos ermöglichen möchtest, schau mal dort vorbei. Es kostet nicht viel, wird zu 100% reinvestiert und du bekommst dafür im Gegenzug interessante Bonusinhalte wie dieses PDF oder zusätzliche Videos und so weiter. Alternativ dazu kannst du auch einfach mal den zweiten von diesen zwei Bassdrumschlägen weglassen. Dann hast du zwar eine echte Unterbrechung, aber auch ein bisschen mehr Luft zum Wechseln. Es ist so ein ganz gutes Ziel zum drauf hinspielen und es hat einen eigenen Sound. Langsam gespielt in etwa so. Wie schon erwähnt, wirst du merken, dass solche kleinen Änderungen dich absolut sofort runterbremsen. Und dann machen wir oft den Fehler beim Üben, die Figur funktioniert nicht oder ist doch nicht so gut und verwerfen sie und bleiben bei dem alten Ding, was wir schon immer spielen. Aber das ist natürlich falsch. Wir bräuchten einfach kurz Zeit hier, die wir investieren müssen. Ich habe schon mal ein Video hier über solche Dinge, was Geschwindigkeit betrifft, gemacht. Also es liegt ja nicht dran, dass wir hier technisch diese Geschwindigkeit erreichen können, das haben wir ja schon bewiesen, sondern es liegt einfach hier an der Rechenleistung, also am Ablauf. Auch hier kannst du das wieder wunderbar kombinieren, eigene Abläufe finden und mit mehr Sicherheit bleibst du im Flow und wirst immer freier. Na klar, alles, was wir bisher gespielt haben, könnten wir natürlich auch in verschiedene Notenwerte transferieren. Ich habe ja jetzt zum Teil ganz ohne Puls hier gespielt. Ich spiele dir mal ein Beispiel, um diesen Kontrast rauszustellen zwischen gerade, also 32. und ungerade 16. Triolen.
Hier kannst du also kreativ sein und versuchen, in welchen Notenwerten funktionieren diese Handsätze und Ideen überhaupt und in welchen Tempi. Und so entstehen auch neue Groupings, also Notengruppierungen, die einfach mal abseits von dem normalen rhythmischen Muster oder Viertelpuls sind. Ich meine aber jetzt hier als neue Option für die Triolen den Vorteil zu nutzen, dass sich der Handsatz dreht. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, rechts, links. Du kannst mich übrigens auch ganz ohne Geld unterstützen, indem du hier und jetzt auf den Like-Button drückst. Dann wird das Video mehr Leuten angezeigt und YouTube merkt, dass ich der mächtigste und größte Schlagzeugkanal aller Zeiten. Dass sich der Handsatz bei Triolen dreht, hat natürlich Vor- und Nachteile. Es kann also förderlich oder auch hinderlich sein, beispielsweise wenn ich hier einfach einen normalen Ablauf spiele. Hier muss ich dann Kombinationen finden, wo ich eben eher den Vorteil nutze. Zum Beispiel starten hier auf dem Floor-Tom. Der Trommelwechsel kommt mir hier also beim Handsatz entgegen. Genauso könnte ich das nutzen bei einer Melodie mit den Toms. In etwa so. Ich kann schon in den Kommentaren jetzt lesen, das ist aber doch nichts Neues, das ist eine alte Idee und ganz einfach, absolut, ich habe das schon im Kindesalter durch Ausprobieren einfach gespielt, aber natürlich war ich mir nicht so über diese Details bewusst, aber man kann das eben mit Variation super interessant machen. Siehst, du kannst das wieder kombinieren, Nummer 1 bis 3. Du hast eine klare Vorgehensweise. Natürlich musst du die erst einzeln auschecken, aber dann hast du klare Ansätze, die dich dann eben in so einer Solo-Situation oder am Ende von einem Song nicht überfordern, sondern du kannst sie dann abrufen. Der Vorteil, dass der Handsatz von rechts auf links führend wechseln kann, eben, wie erwähnt, auch ein Nachteil sein. Ein Beispiel noch dazu. Und hier kommen die Doppelschläge ins Spiel, Double Strokes. Aber ich höre, weiß natürlich, mir sagen viele Schlagzeuger, hey, ich bin Rock- oder Metal-Drummer und da werden eigentlich nur Single Strokes gespielt. Und natürlich, bei vielen Dingen muss man da auch Single Strokes spielen, einfach weil sie anders klingen. Das wäre dann nicht richtig und hätte nicht den richtigen Sound. Aber trotzdem würde man einfach auf zu viel verzichten, wenn man sich nicht mit Doppelschlägen beschäftigt, denn die ermöglichen doch ganz andere Ideen und erweitern, egal welche Musik man spielt, die Möglichkeiten. Hier
Hier bei mir im Raum hat es mittlerweile 50 Grad. Wenn du Lust auf mehr Doppelschläge hast, hier ist mein E-Book für 0 Euro. Hier findest du ein weiteres Video mit solchen Doppelschlag-Fill-Ins. Ist eine ganze Serie, schau mal rein. Ansonsten vielen Dank fürs Anschauen, alles Gute, dranbleiben und wir sehen uns im nächsten Video.